<laughs> Humboldt was the most famous scientist in Europe. How and he became so famous is very interesting because you, you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was interested. Humboldt. Alexander von Humboldt. <laughs> Hola amigos de DOLE para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Über das Sklavenwesen. Sie hören ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 1. Seiten 305 bis 336 Librerie de Gitfis Rue Saint-Marc-Faidot, Nummer 20, Paris 1826 Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe Marc Pusch 2020 Ich komme nun zum Ende meines politischen Essays über die Insel Kuba, in dem ich den Zustand dieser bedeutenden spanischen Kolonie so wiederzugeben versucht habe, wie er sich heute darstellt. Als Historiker Amerikas wollte ich die Fakten beleuchten und mit Hilfe von statistischen Tafeln die allgemeinen Vorstellungen präzisieren. Die fast minutiöse Untersuchung der Fakten. Scheint mir zu diesem Zeitpunkt besonders notwendig, da bloße Begeisterung einerseits, wohlwollende Gutgläubigkeit und hasserfüllte Leidenschaft andererseits die vagesten und falschesten Ansichten befördert haben, die somit die Sicherheit der in den letzten Jahren in Lateinamerika neu entstandenen Republiken durchaus gefährden können. Dem Plan meines Werkes folgend, habe ich mich aller Erwägungen bezüglich zukünftiger Chancen und eines möglichen Wandels in der Folge der Einmischung externer Politik auf den Antillen enthalten. Unabhängig von der Form ihrer Regierung habe ich lediglich die Belange der Organisation der menschlichen Gesellschaft untersucht, sowohl die ungleiche Verteilung von Rechten und Genussmöglichkeiten, als auch die drohenden Gefahren, die durch Weisheit und Mäßigung freier Menschen jedoch ferngehalten werden können. Dem Reisenden, der aus der Nähe betrachtet hat, was die menschliche Natur hindert oder beeinträchtigt, geziemt es, die Klagen der Unglücklichen denen zu Gehör zu bringen, die in der Lage sind, ihre Situation zu verbessern. Ich habe die Lebensbedingungen schwarzer Menschen auch in Ländern beobachtet, wo Gesetze, Religion und nationale Gewohnheiten dazu neigen, ihr Schicksal zu lindern. Und doch erfüllte mich, nachdem ich Amerika wieder verlassen hatte, dieselbe Abscheu wieder die Sklaverei, die ich zuvor bereits in Europa gehegt hatte. Um die Barbarei der Institutionen mit den einfallsreichsten Sprachschöpfungen zu bemänteln, haben geistreiche Schreiber das Wort vom schwarzen Bauern der Antillen, des schwarzen Vasallentums und des väterlichen Schutzes erfunden. Sie profanieren die edlen Künste des Geistes und der Erfindungskraft, wenn sie die Ausschweifungen, die die Menschlichkeit beschämen und ihr heftige Erschütterungen zufügen, durch trügerische Vergleiche und hohle Spitzfindigkeiten zu entschuldigen suchen. Anmerkung Alexander von Humboldts. Doch beruhigen diese Vergleiche nur jene, die sich als geheime Anhänger des Sklavenhandels gegen die Leiden der schwarzen Rasse abzustumpfen und sich gegen jede Gefühlsregung, die sie übermannen könnte, zu wappnen suchen. Oft verwechselt man den dauerhaften, auf der Barbarei der Gesetze und der Institutionen beruhenden Zustand einer Kaste mit der spontanen Ausschweifung der Gewalt gegen einzelne Individuen. So kommt es, dass Mr. Bolingbroke, der sieben Jahre in Demerary in Britisch Guayana gewohnt und die Antillen besucht hatte, nicht zu wiederholen zögerte, dass man an Bord eines englischen Kriegsschiffes mehr Peitschenhiebe austeilt als in den Plantagen der englischen Kolonien. Er fügt hinzu, dass man die Schwarzen ohnehin nicht auspeitsche, hingegen sehr vernünftige Korrektionsmittel erdacht habe, wie die Verabreichung kochend heißer und stark gepfefferter Suppen oder das Einflößen einer stark abführenden Lösung von Glaubersalz vermittels eines sehr kleinen Teelöffels. Der Sklavenhandel erscheint ihm, als Universal Benefit. Und er ist davon überzeugt, wenn man die Schwarzen, die sich 20 Jahre lang aller Annehmlichkeiten des Sklavendaseins auf Demerary erfreut hätten, an die Küste Afrikas zurückkehren ließe, diese dort rasch viele Anhänger gewinnen und ganze Völkerschaften in die englischen Kolonien bringen werden. Reise nach Demerary, 1807, Seite 107. 108, 116, 136 Hier sehen wir also ohne Zweifel den so festen wie naiven Glauben eines Kolonisten vor uns. Wie es einige andere Passagen seines Buches belegen, handelt es sich bei Mr. Bolingbroke um einen gemäßigten Mann, der den Sklaven gegenüber von gutwilligen Absichten erfüllt ist. Ende der Anmerkung. Es scheint, als glaube man sich noch im Recht, wenn man sich vom Mitleid loskauft und die Lage der Schwarzen mit dem der Leibeigenen im Mittelalter und dem Joch, unter dem noch heute einige Klassen im Norden und Osten Europas stöhnen, vergleicht. Doch in der heutigen Welt sind diese Vergleiche die Kunstfertigkeit der Sprache und verächtliche Ungeduld, mit der man noch die Hoffnung auf ein allmähliches Verbot der Sklaverei als Fantasterei zurückweist, zu stumpfen Waffen geworden. Die großen Revolutionen, die sowohl den amerikanischen Kontinent als auch den Antillenarchipel seit Beginn des 19. Jahrhunderts erschüttert haben, verfehlten ihre Wirkung auf die Ideen und die öffentliche Meinung selbst in den Ländern nicht, wo die Sklaverei zwar fortbesteht, sich jedoch beginnt zu verändern. Viele weise Männer, die lebhaftes Interesse an der Aufrechterhaltung der Ruhe auf den Zucker- und Sklaveninseln haben, spüren, dass man Krisen und Unmut durch freie, zwischen Eigentümern geschlossene Vereinbarungen und durch von ortskundigen veranlasste Maßnahmen entrinnen kann, und dass Trägheit und Halsstarrigkeit die Lage nur verschlimmern würden. Die Sklaverei ist ohne Zweifel die größte Geißel, die die Menschheit je geknechtet hat. Sei es, dass man ganz generell betrachtet, wie der Sklave im eigenen Heimatlande seiner Familie entrissen und in die Lager eines Sklavenschiffes geworfen wird. Sei es, dass man ihn als Teil einer auf dem Boden der Antillen zusammengepferchten Herde schwarzer Menschen betrachtet. Für den Einzelnen gibt es jedoch noch eine Steigerung des Leides und der Entbehrung. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Sklaven, der in Havanna oder Kingston im Hause eines reichen Mannes dient, oder gar auf eigene Rechnung arbeitet und seinem Herrn nur eine tägliche Abgabe zu leisten hat, und dem Sklaven, der an eine Zuckermühle gebunden ist. Die Strafen, die einem schwarzen Renegaten drohen, unterrichten uns über die Grade der menschlichen Entbehrung. Dem Kutscher droht die Kaffeeplantage, dem Sklaven auf der Kaffeeplantage droht das Los des Arbeiters in der Zuckermühle. Doch auch hier kann man das Los dessen, der verheiratet ist, ein eigenes Haus bewohnt und zärtlich zugetan, wie es die meisten schwarzen Menschen einmal sind, nach der Arbeit Trost im Schoße einer kleinen Familie findet, nicht mit dem eines isoliert in der Masse aufgehenden Sklaven vergleichen. Diese graduellen Unterschiede entgehen der Aufmerksamkeit all jener, die das Panorama der Antillen nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Auf der Insel Kuba konnten dank des Luxus der Herren und der Möglichkeit eines Arbeitsverdiensts mehr als 80.000 Sklaven in die Städte ziehen und die Lage ihrer Kaste stetig verbessert werden. Die von weisen Gesetzen erwirkte Befreiung konnte so erfolgreich werden, dass sie aktuell 130.000 freie, farbige Menschen hervorgebracht hat. Bei sorgfältiger Erörterung der besonderen Lage einer jeden Klasse und unter Berücksichtigung der graduellen Abstufung der Entbehrungen, durch Belohnung von Intelligenz, Arbeitsliebe und häuslichen Tugenden, wird die Kolonialadministration Mittel finden, das Los der Schwarzen zu verbessern. Philanthropie kann nicht darin bestehen, ein bisschen mehr Stockfisch und weniger Peitschenhiebe zu verteilen. Eine wirkliche Verbesserung der dienenden Klasse muss sich auf alle Aspekte des Menschen, physische wie moralische, erstrecken. Der Impuls hierzu könnte von den europäischen Regierungen ausgehen, die ein Gefühl für Menschenwürde haben und wissen, dass alles Unrecht einen Keim der Zerstörung in sich trägt. Aber dieser Impuls, es ist traurig, dass man es sagen muss, wird fruchtlos bleiben, wenn nicht die Gesamtheit der Besitzer, die Versammlungen und Kolonialverwaltungen denselben Standpunkt einnehmen und nach einem abgestimmten Plan handeln, dessen letztes Ziel das Verbot der Sklaverei auf den Antillen sein muss. Bis dahin kann man getrost Peitschenhiebe zählen, diejenigen reduzieren, die auf einmal ausgeteilt werden dürfen, Anwesenheit von Zeugen fordern und Beschützer der Sklaven ernennen. Auch wenn sie von den wohlwollendsten Absichten diktiert wurden, sind diese Regeln leicht zu umgehen. Die isolierte Lage der Plantagen macht ihre Ausführung unmöglich. Sie würden ein flächendeckendes System zur Prüfung der Plantagen voraussetzen, das mit dem, was man in den Kolonien Gewohnheitsrechte nennt, les droit acquis praktisch unvereinbar ist. Nur durch das gemeinsame Handeln der auf den Antillen lebenden weißen und farbigen freien Menschen können die Verhältnisse der Sklavenhaltung in ihrer Gesamtheit auf friedlichem Wege verbessert werden. Durch die Kolonialversammlungen und Verwaltungen durch den Einfluss derer, die hohe moralische Wertschätzung bei ihren Landsleuten genießen, sich durch Ortskenntnis auszeichnen und entsprechend der Sitten, Gewohnheiten und der Lage einer jeden Insel die geeigneten Mittel zur Verbesserung variabel anzuwenden wissen. In der Vorbereitung dieser Arbeit, die gleichsam einen großen Teil des Antillenarchipels umfassen muss, ist es nützlich, einen Blick auf die Vergangenheit zu richten und die gegenwärtigen Ereignisse mit jenen zu vergleichen, denen im Europa des Mittelalters ein beträchtlicher Teil der Menschheit seine Befreiung verdankte. Will man Verbesserungen erreichen, ohne Verwerfungen zu provozieren, müssen aus den Institutionen, die sich bereits in den Jahrhunderten der Barbarei etabliert haben, neue hervorgehen. Man wird eines Tages Mühe haben zu glauben, dass vor 1826 auf keiner der Antillen-Inseln ein Gesetz existierte, welches den Verkauf von Kindern verhinderte, die dazu extra von ihren Eltern getrennt worden waren. Oder welches die entwürdigende Methode der Brandmarkung schwarzer Menschen mit heißem Eisen zum Zwecke der besseren Erkennbarkeit des menschlichen Viehs verboten hätte. Dieses sind die dringlichsten Aufgaben der kolonialen Gesetzgebung. Gesetze zu erlassen, die jedwede schändliche Barbarei verunmöglichen. Für jede Zuckerfarm das Verhältnis zwischen der geringen Zahl schwarzer Frauen und der auf dem Feld arbeitenden Männer festzusetzen. Jedem Sklaven nach 15 Dienstjahren und jeder schwarzen Frau, die vier oder fünf Kinder erzogen hat, die Freiheit zu schenken die einen wie die anderen unter der Bedingung zu befreien, dass sie eine gewisse Anzahl an Tagen zugunsten der Plantage arbeiten müssen, den Sklaven einen Teil des Nettoeinkommens zuzugestehen, um sie für das Wachstum der landwirtschaftlichen Erträge zu interessieren, und zuletzt im Budget des öffentlichen Haushalts eine Summe festzulegen, die für den Freikauf von Sklaven und der Verbesserung ihres Schicksals bestimmt ist. Anmerkung Humboldts. Der General Lafayette, dessen Namen sich mit allem verbindet, was verspricht, die Freiheit des Menschen zu befördern und sein Los durch die Institutionen zu verbessern, hatte im Jahr 1785 den Plan gefasst, in Cayenne eine Siedlung für schwarze Menschen zum Zwecke der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung zu erwerben. Dessen Besitzer nebst seinen Nachkommen auf jeglichen Gewinn verzichten sollte. Für dieses edelmütige Unterfangen hatte er die Priester der Mission des Heiligen Geistes gewinnen können, die in Französisch-Guayana selber Liegenschaften besaßen. Ein Brief des Marschalls de Castries vom 5. Juni des Jahres 1785 beweist, dass der unglückliche König Louis XVI der seine wohltätigen Absichten auch auf die schwarzen und freien Farbigen ausdehnen wollte, angeordnet hatte, ähnliche Versuchungen auf Kosten der Regierung zu unternehmen. Herr de Richpre, von Herrn Lafayette mit der Verteilung der Ländereien unter den Schwarzen beauftragt, verstarb kurz darauf in Cayenne an den Folgen klimatischer Bedingungen. Ende der Anmerkung Humboldts. Auf dem Kontinent des spanischen Amerika hat die Eroberung, auf den Antillen, in Brasilien und den südlichen Regionen der Vereinigten Staaten der Sklavenhandel die heterogensten Völkerschaften zusammengeführt. Und nun, da die in ihren Fundamenten erschütterte Gesellschaft in ein neues Zeitalter eintritt, erweist sich die bizarre Mischung von Indianern, Weißen, Schwarzen, Mestizen, Mulatten und Sambos, allen Gefahren ausgeliefert, die durch Glut und Wirren der Leidenschaft entfacht werden. Was das abscheuliche Prinzip des Kolonialismus, eines zum Zwecke der Sicherheit auf gegenseitige Feindschaft der Kasten gegründetes System seit Jahrhunderten vorbereitet hat, bricht nun mit Gewalt hervor. Glücklicherweise war in den neuen Staaten des spanischen Amerika die Anzahl der Schwarzen gering, so daß der Kampf zwischen den Unabhängigen und den Soldaten des Mutterlandes nicht zusätzlich durch Racheakte der dienenden Bevölkerung mit Blut befleckt wurde, mit Ausnahme der in Venezuela verübten Gräuel, wo die königstreue Partei ihre Sklaven bewaffnet hatte. Die freien farbigen Männer Schwarze Mulatten und Mestizen haben die nationale Sache glühend begrüßt, während die kupferfarbene Rasse in schüchternem Misstrauen und rätselhaftem Phlegma den Bewegungen ferngeblieben war, von denen sie dennoch gegen ihren Willen profitieren sollten. Lange vor der Revolution waren die Indianer freie und arme Bauern. Durch Sprache und Sitten isoliert, Lebten sie von den Weißen abgeschieden. Wenn auch die Habgier der Corregidores und das schikanöse Regime der Missionare ihre Freiheit unter Missachtung der spanischen Gesetze einschränkte, so waren sie doch weit entfernt vom Zustand persönlicher Unterdrückung, den die schwarzen Sklaven oder die Bauern im slawischen Teil Europas erleiden mussten. Die Verhältnisse der ehemaligen spanischen Besitzungen auf dem Kontinent sind sowohl durch eine geringe Zahl von Schwarzen, als auch die Freiheit der eingeborenen Rasse, von der Amerika mehr als achteinhalb Millionen ohne Beimischung fremden Blutes bewahrt hat, gekennzeichnet. Ihre sittliche und politische Situation ist völlig von der auf den Antillen unterschieden, wo sich durch den Gegensatz zwischen freien und Sklaven die Prinzipien des Kolonialsystems stärker herausbilden konnten. Wie auf diesem Archipel ist auch in Brasilien, also in zwei Regionen Amerikas, in denen insgesamt etwa 3.200.000 Sklaven leben, die Furcht der weißen Bevölkerung vor der Bedrohung durch schwarze und wider sie verübte gewalttätige Racheakte bis auf den heutigen Tag der mächtigste Beweggrund für die Sicherung der Metropolen und der Beibehaltung der portugiesischen Dynastie. Kann diese Sicherheit aber kraft eigener Natur von Dauer sein? Rechtfertigt sie die Tatenlosigkeit der Regierungen, die es ablehnen, Hilfe zu leisten, solange es noch Zeit ist? Ich fürchte nicht. Sollte sich nämlich die Furcht, durch den Einfluss außergewöhnlicher Ereignisse abschwächen und die Gesellschaften der Länder, in denen sich durch eine übermäßige Konzentration von Sklaven eine unheilvolle Mischung heterogener Elemente herausgebildet hat, in einen äußeren Kampf, womöglich entgegen ihren eigenen Willen hineingezogen werden, können sich die allgemeinen Differenzen, in ausufernder Gewalttätigkeit manifestieren. Und die europäischen Familien, die an einer Ordnung, die sie nicht geschaffen haben, keine Schuld tragen, werden sich den größten Gefahren ausgesetzt sehen. Man kann die Weisheit der Gesetzgebung in den neuen Republiken des spanischen Amerika nicht genug loben die von ihrer Entstehung an ernstlich mit dem vollständigen Verbot der Sklaverei befasst waren. Jener große Erdteil hat in dieser Hinsicht einen immensen Einfluss auf den Süden der Vereinigten Staaten, wo zwar die Weißen im Kriege gegen England ihre Freiheit erringen konnten, die versklavte Bevölkerung, die bereits etwa 1.600.000 zählt, jedoch noch stärker ansteigt als die weiße Bevölkerung. Nehmen wir einmal an, dass sich das Zentrum unserer Zivilisation verlagerte, anstatt sich auszudehnen. Dass in der Folge von großen und beklagenswerten Umwälzungen in Europa das zwischen Cap Pateras und Missouri befindliche Amerika zum Hauptsitz der aufgeklärten Christenheit avancieren würde. Welchen Anblick böte dieses Zentrum der Zivilisation, dieses Heiligtum der Freiheit? Indem man einer testamentarischen Nachlassversteigerung schwarzer Menschen beiwohnen und die Schreie der von ihren Kindern getrennten Eltern mit anhören müsste. Hoffen wir darauf, dass sich die großzügigen Prinzipien, die die Gesetzgeber in den nördlichen Teilen der Vereinigten Staaten seit langem beseelen, nach und nach in die Länder des Südens und die Gegenden des Ostens ausweiten wo die Drangsale der Sklaverei infolge eines unvorsichtigen und unheilbringenden Gesetzes die Kette der Alleghenys und die Ufer des Mississippi bereits überquert haben. Hoffen wir, dass die Macht der öffentlichen Meinung, der Fortschritt der Aufklärung, die Sänftigung der Sitten, die Gesetzgebung der neuen kontinentalen Republiken, und das große und freudige Ereignis der Anerkennung Haitis durch die Regierung Frankreichs, sei es durch das Motiv der Voraussicht und Fürsorge, sei es durch die alleredelsten und uneigennützigsten Gefühle einen glücklichen Einfluss auf die Verbesserung der Lage der Schwarzen im Rest der Antillen, in den Carolinas, den Guayanas, und in Brasilien haben möge. Um die Ketten der Sklaverei zunehmend lockern zu können, müssen die Gesetze gegen den Sklavenhandel strikt eingehalten und entehrende Strafen gegen all jene verhängt werden, die sie verletzen. Es müssen gemischte Gerichte gebildet und das Visitationsrecht mit fairer Gegenseitigkeit ausgeübt werden. Es ist ohne Zweifel betrüblich zu erfahren, dass der immer brutale, weil im Verborgenen durchgeführte Sklavenhandel durch Missachtung und sträfliche Unbekümmertheit einiger europäischer Regierungen begünstigt, seit zehn Jahren fast dieselbe Anzahl von Schwarzen wie im gesamten Zeitraum vor 1807 aus Afrika verschleppt hat. Man sollte jedoch aus dieser Tatsache nicht auf die Nutzlosigkeit, oder wie es die heimlichen Anhänger der Sklaverei tun, auf die Undurchführbarkeit der wohltätigen Maßnahmen schließen, die zunächst von Dänemark, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und dann endlich von ganz Europa angewandt worden sind. Was nach 1807, also dem Moment, in dem Frankreich wieder in den Besitz einiger seiner ehemaligen Kolonien gelangen konnte, geschehen ist, und was heute bei den Nationen, deren Regierungen ehrlich auf die Abschaffung des Sklavenhandels und seiner abscheulichen Praktiken sinnen, geschieht, beweist die Falschheit solcher Behauptungen. Ist es darüber hinaus überhaupt sinnvoll, die Zahlen des Sklavenimportes der Jahre 1825 mit denen von 1806 zu vergleichen? Wie stark wäre denn der Import schwarzer Menschen bei der Umtriebigkeit, die in allen Industriezweigen herrscht, auf den englischen Antillen und im Süden der Vereinigten Staaten angestiegen, wenn ein gänzlich freier Handel stets neue Sklaven geliefert und die Pflege für die Bewahrung und Vergrößerung der alteingesessenen Bevölkerung überflüssig gemacht hätte? Denkt man etwa, dass sich der englische Handel, wie im Jahre 1806, auf den Verkauf von 53.000, der der Vereinigten Staaten auf den Verkauf von 15.000 Sklaven jährlich beschränkt hätten? Man weiß mit ausreichender Gewissheit, dass die englischen Antillen allein in den 106 Jahren, die dem Jahr 1786 vorausgegangen sind, den Küsten Afrikas mehr als 2.130.000 schwarze Menschen entrissen haben. Herrn Norris zufolge lieferte der Handel zum Zeitpunkt der Französischen Revolution 74.000 Sklaven pro Jahr, von denen 38.000 auf die englischen und 20.000 auf die französischen Kolonien entfielen. Es wäre leicht nachzuweisen, dass der gesamte Antillenarchipel, auf dem heute kaum 2.400.000 freie und versklavte Schwarze und Mulatten leben, von 1670 bis 1825 annähernd fünf Millionen Afrikaner sogenannte Negros Bothalis erhalten hat. In diese empörende Berechnung des Konsums der menschlichen Spezies haben wir die Zahl der unglücklichen Sklaven, die während der Überfahrt gestorben sind, oder derjenigen, die man gleich wie verdorbene Handelsware ins Meer geworfen hat, noch nicht mit eingerechnet. Um wie viele Tausende müsste man diese Verluste erhöhen, wenn die zwei Völker, die den größten Eifer und die größte Intelligenz in der Entwicklung ihres Handels und ihrer Industrie erwiesen haben, England und die USA, nach dem Jahr 1807, so ungebremst wie andere Völker Europas, ihre Teilnahme am Sklavenhandel fortgesetzt hätten? Eine traurige Erfahrung hat bewiesen, wie verhängnisvoll die Verträge des 15. Juli 1814 und des 22. Januar 1815 gewesen sind, in denen Spanien und Portugal sich noch die Nutznießung des Handels schwarzer Menschen für einige Jahre sichern konnten. Anmerkung des Übersetzers. Gemeint sind die ersten Verträge, die England mit Spanien und Portugal in Erfüllung der Schlussakte des Wiener Kongresses, die eine allgemeine Abschaffung des Sklavenhandels in Aussicht stellte, schließt, was im Angesicht eines baldigen Endes zunächst zu einem heftigen Aufschwung des Sklavenhandels führen sollte. Siehe hierzu auch, Robert Francis Jameson, Letters from the Havana, Kapitel 2, Seite 23, folgende Anmerkung, Ende. Die örtlichen Behörden, oder um es genauer zu fassen, die reichen Besitzer, die den Magistrat, das Konsulat und die patriotische Gesellschaft der Stadt Havanna bilden, haben mehrfach signalisiert, dass sie eine Verbesserung des Loses der Sklaven befürworteten. Wenn die Regierung im Mutterland, anstatt zu zaudern, bis Neuerungen eintreten, einen Vorteil aus den glücklichen Umständen und aus dem Aufstieg einiger talentierter Männer unter ihren Landsleuten gezogen hätten, wäre die Gesellschaft bereits zukunftsweisenden Veränderungen unterworfen, und die Bewohner der Insel Kuba könnten schon heute, von Verbesserungen profitieren, die seit 30 Jahren immer nur diskutiert werden. Die Bewegungen von Saint-Domingue, gemeint ist Haiti, im Jahre 1790 und die von Jamaika im Jahre 1794 haben so heftigen Alarm bei den Afendados der Insel Kuba ausgelöst, dass man in einer Junta Economica, in einem Handelsrat Hitzig diskutierte, was man wagen könne, um den Frieden im Land aufrechtzuerhalten. Man stellte neue Regelwerke zur Verfolgung flüchtiger Sklaven auf, da dies bisher Anlass zu den sträflichsten Exzessen geboten hatte. Anmerkung Alexander von Humboldts. Reglamento sobre los negros cimarrones del 20. Dezember 1796. Reglement über entlaufene Sklaven vom 20. Dezember 1796 Vor dem Jahr 1788 gab es in den Bergen von Charuco sehr viele flüchtige Sklaven, Fimaronis, die in Apalancados genannten Siedlungen wohnten, was bedeutet, dass dort etliche dieser Unglücklichen zu ihrer eigenen Verteidigung kleine Festungen aus aufgestapelten Baumstämmen errichtet hatten. Die in Afrika geborenen Bothalis oder Maronneger sind leicht zu ergreifen, denn die meisten von ihnen wandern, in der irrigen Hoffnung, ihre Heimat zu Fuß erreichen zu können, bei Tag und bei Nacht gen Osten. Wenn man sie einfängt, sind sie von Müdigkeit und Hunger so erschöpft, dass man sie nur durch die Verabreichung sehr kleiner Mengen Bouillon im Verlauf einiger Tage retten kann. Die kreolischen Marronnäger verbergen sich bei Tag in den Wäldern und stehlen des Nachts Lebensmittel. Bis 1790 kam das Recht, geflohene Sklaven zu ergreifen, nur dem Alcalde Mayor Provincial, dem Provinzstatthalter, ein Amt, das in der Familie der Grafen von Barreto erblich ist, zu. Heute dürfen alle Bürger entlaufene Sklaven ergreifen und der Eigentümer des Sklaven ist neben den Kosten der Verpflegung zur Zahlung von vier Piaster Kopfgeld verpflichtet. Wenn der Herr des Sklaven unbekannt ist, wird er vom Konsulat mit öffentlichen Arbeiten betraut. Diese Menschenjagd, die den kubanischen Bluthunden in Haiti und Jamaika zu grausiger Berühmtheit verholfen hat, wurde vor der von mir weiter oben zitierten Regelung noch grausamer durchgeführt. Ende der Anmerkung. Man stellte also neue Regelwerke zur Verfolgung flüchtiger Sklaven auf, da dies bisher Anlass zu den sträflichsten Exzessen geboten hatte. Man schlug vor, den Anteil schwarzer Frauen auf den Zuckerfarmen zu erhöhen, die Erziehung der Kinder zu verbessern, die Einfuhr von Schwarzen aus Afrika zu reduzieren, weiße Kolonisten von den Kanarischen Inseln und Indigene aus Mexiko herbeizubringen, Schulen auf dem Land aufzubauen, um die Sitten des niederen Volkes zu mäßigen und die Sklaverei auf indirekte Weise zu mildern. All diese Vorschläge zeitigten nicht den gewünschten Erfolg. Der Hof stellte sich gegen jegliche Veränderung des Systems, und die Mehrheit der Eigentümer, die sich in der Illusion vertrauter Sicherheit wiegten, weigerten sich, den Sklavenhandel zu begrenzen, da der hohe Preis der Kolonialwaren ihre Hoffnung auf außergewöhnlich hohe Gewinne anstachelte. In diesem Widerstreit zwischen Privatinteressen und den Zielen einer klugen Politik wäre es nun allerdings ungerecht, die Absichten und Prinzipien einiger Einwohner der Insel Kuba, die sie in ihrem eigenen, oder im Namen einiger reicher und mächtiger Körperschaften vorgetragen haben zu verschweigen. In einem Memorandum Informe sobre negros fugitivos Bericht über flüchtige Sklaven vom 9. Juni 1796 von Don Francisco de Arango y Pareño, Ehrenrichter und Vertreter des Konsulates. In einem Memorandum beteuert Herr de Arango mit edler Absicht die Menschlichkeit unserer Gesetzgebung gesteht unseren Sklaven vier Rechte zu, die eine Milderung ihres Loses darstellen und die die Politik im Ausland ihnen immer verweigert hat. Diese Rechte sind die Wahl eines weniger strengen Meisters, das Recht, sich nach seiner Neigung zu verheiraten, die Möglichkeit, seine Freiheit durch Arbeit zu erkaufen oder sie als Entlohnung gegen gute Dienste zu erlangen, und das Recht auf Eigentum und darauf, seine Frau und Kinder durch erworbenes Eigentum freikaufen zu können. Anmerkungen Alexander von Humboldt 1. Der Sklave besitzt das Recht, sich einen Herrn zu suchen. Buscar Amo. Wenn der Sklave einen neuen Herrn gefunden hat, der ihn zu kaufen beabsichtigt, ist er berechtigt, den ersten zu verlassen, über den zu klagen er sich berechtigt fühlt. So ist der Sinn und der Geist eines wohltätigen Gesetzes, das jedoch wie alle der zum Schutze der Sklaven erlassenen so oft umgangen wird. In der Hoffnung, das Recht des Buskar Amo genießen zu können, stellen die schwarzen, vorüberkommenden Reisenden oft eine Frage, die im zivilisierten Europa wo man zwar gelegentlich seine Stimme oder Meinung zu verkaufen pflegt, niemandem je zu Ohren gelangte. Quiere usted comprarme? Möchten Sie mich vielleicht kaufen? 2. Dem Gesetz gemäß sollte der Sklave in den spanischen Kolonien zum niedrigsten Preis taxiert werden. Diese Taxierung betrug zur Zeit meiner Reise je nach Ort 200 bis 380 Piaster. Wir sahen bereits weiter oben, dass 1825 der Preis für einen erwachsenen schwarzen Sklaven auf Kuba 450 Piaster betrug. 1788 lieferte der französische Handel in Schwarzen zu 280 bis 300 Piaster. Page, Aufsatz über die politische Ökonomie der Kolonien Band 6, Seiten 42 und 43. Bei den Griechen der Antike kostete ein Sklave 300 bis 600 Drachmen, 54 bis 108 Piaster, während der Tagelöhner zu einem Zehntel Piaster entlohnt wurde. Während spanische Gesetze und Institutionen auf alle Fälle die Manumission, die Freilassung favorisieren, bezahlt der Herr auf den nichtspanischen Antillen, für jeden befreiten Sklaven 500 bis 700 Piaster an den Fiskus. 3. Welch ein Kontrast ergibt sich hier zwischen der Menschlichkeit der ältesten, die Sklaverei betreffenden spanischen Gesetze und den Spuren der Barbarei, auf die man auf jeder Seite des Code Noir und mancher Provinzgesetze der englischen Antillen stößt die im Jahre 1688 in Barbados und 1730 auf den Bermudas verabschiedeten Gesetze schreiben vor, dass ein Herr, der seinen Sklaven auf der Jagd nach ihm tötet, nicht verfolgt werden könne, während der Herr, der den Sklaven mit Vorsatz töte, zehn Pfund Sterling an den königlichen Staatsschatz zu zahlen habe. Ein Gesetz von St. Christoph vom 11. März 1784 beginnt mit folgenden Worten. Whereas some persons have of late been guilty of cutting off and depriving slaves of their ears, ordnen wir an, dass jeder, der ein Auge aussteche, die Zunge des Sklaven ausreiße oder seine Nase abschneide, 500 Pfund Sterling zu zahlen habe. Und zu einer Strafe von sechs Monaten Gefängnis verurteilt werden solle. Ich brauche nicht anzumerken, dass diese englischen Gesetze, die vor 30 oder 40 Jahren noch in Kraft waren, abgeschafft worden und durch humanere ersetzt worden sind. Was könnte ich nicht alles über die Gesetzgebung der französischen Antillen sagen, wo noch im Jahre 1815 sechs junge, des Fluchtversuches verdächtige Sklaven zur Durchtrennung der Kniekehlen verurteilt worden waren. Ende der Anmerkung. Welch großen Übergriffen bleibt der Sklave, der Weisheit und der Milde der spanischen Gesetzgebung zum Trotz, in der Einsamkeit einer Plantage oder eines Bauernhofes ausgesetzt, wo ein roher mit Machete und Peitsche ausgestatteter Vorarbeiter, Kapataf, ungestraft seine absolute Autorität ausüben kann. Das Gesetz beschränkt weder die Bestrafung des Sklaven noch die Dauer der Arbeit, es schreibt noch nicht einmal Qualität und Quantität der Ernährung vor. Anmerkung Alexander von Humboldt ein königlicher Erlass vom 31. Mai 1789 versuchte zwar, Nahrung und Bekleidung zu reglementieren, doch ist dieser Erlass niemals angewandt worden. Ende der Anmerkung Humboldts. Obwohl es dem Sklaven zusichert, über das Recht auf die Anrufung des Magistrats zu verfügen, der wiederum auf den Herrn zur Beförderung milderer Handlungsweise einwirken solle, ist dieses Recht auf Anrufung fast illusorisch, denn es existiert ein anderes Gesetz, nach dem man jeden Sklaven arretieren und seinem Herrn zurückschicken soll, den man eineinhalb Meilen entfernt von seiner Plantage ohne eine gültige Erlaubnis antrifft. Und wie aber soll, ein gegeißelter, durch Hunger und der Schwere der Arbeit erschöpfter Sklave vor dem Magistrat erscheinen? Und wenn er dort erscheint, wie wird man ihn gegen einen mächtigen Herrn verteidigen, der gedungene Komplizen seiner Grausamkeit als Zeugen beruft? Zum Schluss erwähne ich noch ein anderes, sehr bemerkenswertes Zitat aus der Representación del Ayuntamiento. Consulado y Sociedad Patriótica vom 20. Juli 1811. Bezüglich aller Änderungen, die in den Status der dienenden Klasse eingeführt werden müssen, fürchten wir weniger um einen Rückgang landwirtschaftlicher Güter als um die Sicherheit der weißen Bevölkerung, die durch unvorsichtige Maßnahmen so leicht aufs Spiel gesetzt werden kann. All diejenigen, die das Konsulat und die Stadtverwaltung von Havanna des halsstarrigen Widerstandes bezichtigen, vergessen, dass diese Autoritäten seit 1799 ganz erfolglos vorgeschlagen hatten, die Lage der Schwarzen in Kuba ernstlich zu prüfen. Darüber hinaus sind wir weit davon entfernt, die Maximen zu übernehmen, die die Nationen Europas die sich doch ihrer Zivilisiertheit rühmen, als unantastbar betrachtet haben. Zum Beispiel die, dass es ohne Sklaverei keine Kolonien geben könne. Gegen dieses Diktum erklären wir, dass es ohne Sklaverei, ohne die Versklavung der Schwarzen Kolonien geben kann und dass der Unterschied lediglich im besseren Verdienst oder in der schnelleren und größeren Ertragssteigerung Besteht. Wenn dies auch unsere feste Überzeugung ist, so müssen wir Eure Majestät dennoch daran erinnern, dass eine soziale Organisation, in die die Sklaverei einmal als Element eingeführt worden ist, nicht überstürzt durch unüberlegte Handlungen verändert werden darf. Wir sind weit davon entfernt zu bezweifeln, dass es ein den moralischen Prinzipien widersprechendes Übel war, die Sklaven von einem Kontinent zum anderen zu bringen. Dass es ein politischer Fehler war, nicht auf den Gouverneur der Insel Hispaniola, Nicolas de Ovando, zu hören, der vor der Einführung und Konzentration vieler Sklaven bei einer kleinen Zahl freier Menschen warnte. Aber da diese Übel und dieser Missbrauch nun einmal eingetreten sind, müssen wir eine Verschlimmerung unserer und der Situation der Sklaven durch den Gebrauch gewalttätiger Mittel verhindern. Was wir von Ihnen fordern, siehe, geht mit Ihrem ausdrücklichen Willen, dem eines der glühendsten Beschützer der Menschenrechte und erbittertsten Feinde der Sklaverei einher. Wir wollen wie Sie, dass uns die zivilen Gesetze vor Missbrauch und Gefahr bewahren. Ende des Zitats aus der Repräsentation del Ayuntamiento, Consulado y Sociedad Patriótica vom 20. Juli 1811. Von der Lösung dieser Probleme hängen allein auf den Antillen, die Republik Haiti einmal ausgenommen, die Sicherheit von 875.000 freien, weißen und farbigen Menschen. 452.000 Weiße, davon 342.000 auf den spanischen Antillen, Kuba und Puerto Rico, und 423.000 freie, farbige, Mulatten und Schwarze, und die Milderung des Schicksales von 1.150.000 Sklaven ab. Wir haben nachgewiesen, dass sie nur durch friedliche Mittel und die Beteiligung der lokalen Behörden wie den Kolonialversammlungen oder den weniger von den alten Heimatländern verdächtigen Versammlungen der Sklavenhalter erreicht werden kann. Die direkte Einflussnahme der Behörden ist unerlässlich und es ist ein verhängnisvoller Fehler zu glauben, dass man die Zeit alles regeln lassen könne. Denn die Zeit herrscht gleichzeitig über die Sklaven, die Verbindungen zwischen den Inseln und den Bewohnern des Kontinents, über die Ereignisse, die man selber nicht mehr beherrscht, wenn man in apathischer Untätigkeit nichts weiter getan hat, als sie zu erwarten. Überall dort, wo die Sklaverei seit langem etabliert ist, hat sich die Entwicklung der Zivilisation weniger auf die Behandlungen der Sklaven ausgewirkt, als man es zugeben möchte. Zivilisierung erreicht in einer Nation selten eine große Anzahl von Individuen. Sie erreicht nicht diejenigen, die in den Werkstätten in direktem Kontakt mit den Schwarzen stehen. Die Besitzer, und ich kenne derer sehr menschliche, weichen vor den Schwierigkeiten, die sich in den großen Plantagen ergeben, zurück. Sie haben Skrupel, die etablierte Ordnung zu stören und im Alleingang Neuerungen einzuführen, die nicht vom Gesetzgeber oder was noch effektiver wäre, vom Willen aller unterstützt werden, und die so ihr Ziel verfehlen müssen und die Lage derjenigen verschlimmern, die man doch zu erleichtern trachtete. Diese schüchternen Erwägungen bremsen das Gute bei den Menschen, deren Absichten nur die besten sind und die unter den barbarischen Institutionen leiden, deren traurige Erbschaft sie angetreten haben. Da sie die örtlichen Bedingungen kennen, wissen sie, dass die lokalen Behörden einen starken Willen und die Unterstützung der reichen und aufgeklärten Mitbürger brauchen, um einen essentiellen Wandel im Zustande der Sklaven herbei, und sie selbst, zunehmend dem Genusse der Freiheit zuzuführen, dass es einen Generalplan braucht, in dem sich alle Gelegenheiten zur Unordnung und die Mittel ihrer Verhinderung abgewogen finden. Ohne gemeinsame Anstrengung und gemeinsames Handeln wird, wie im alten Rom, die Sklaverei seit an seit mit der moralischen Eleganz, dem so gepriesenen Fortschritt der Aufklärung und dem hohen Ansehen einer Zivilisation, der sie zur Anklägerin wird, mit all ihren Schmerzen und Auswüchsen aufrechterhalten bleiben, bis die Zeit der Rache gekommen ist. Die Zivilisation oder die langsame Verdummung der Völker tun nichts anderes, als die Geister auf das zukünftige Geschehen vorzubereiten. Aber um große Veränderungen der sozialen Lage hervorzubringen, müssen gewisse Ereignisse zusammentreffen, wobei der Zeitpunkt ihres Eintreffens nicht im Vorhinein bestimmt werden kann. Es entspricht der Verworrenheit des menschlichen Schicksals, dass dieselben Grausamkeiten, die die Eroberung beider Amerika mit Blut befleckten, sich vor unseren Augen wiederholt haben, in einer Zeit, die wir durch den wunderbaren Fortschritt der Aufklärung und einer allgemeinen Milderung der Sitten geprägt wähnten. Ein einziges Menschenleben genügte, um in Frankreich die Terreur, die Expedition nach Saint-Domingue und die politischen Reaktionen von Neapel und Spanien zu sehen. Ich könnte hier noch die Massaker von Chios, Ipsara und Misolonghi anführen, Werke osteuropäischer Barbaren, die die zivilisierten Völker des Westens und des Nordens nicht glaubten verhindern zu müssen. In den Ländern, wo eine lange Gewöhnung an die Sklavenhalterei dazu verleitet, die Institutionen zu rechtfertigen, die der Gerechtigkeit am stärksten widersprechen, sollte man so lange nicht auf den Einfluss der Aufklärung, der intellektuellen Kultur, und der Milderung der Sitten vertrauen, bis all diese Wohltaten, sowohl die von den Regierungen gegebenen Impulse beschleunigt, als auch die Ausführung der einmal beschlossenen Maßnahmen erleichtert haben. Ohne ein direktives Handeln der Regierungen und Gesetzgeber ist eine friedliche Änderung kaum zu erhoffen. Die Gefahr droht vor allem dann unmittelbar, wenn sich allgemeine Beunruhigung der Gemüter bemächtigt oder wenn sich, inmitten einer politischen Auseinandersetzung benachbarter Staaten, die begangenen Fehler und versäumten Pflichten der Regierungen offenbaren werden, dann kann die Ruhe nur von einer Kraft wiederhergestellt werden, die im edelmütigen Bewusstsein ihrer Macht und ihres Rechtes die Ereignisse zu meistern versteht und selbst den Weg für Verbesserungen, Bereitet. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Über das Sklavenwesen. Sie hörten ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'Île de Cuba Band 1. Seiten 305 bis 336. Librerie de Gidefis, Rue Saint-Marc-Fédot Nummer 20. Paris. 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe. Marc Pusch 2020. 250 Jahre Alexander von Humboldt.